die schöne Tradition, dass wenn Leute im Orga-Team lang genug dabei sind, sie vom Status der Auszubildenden in den Kreis der Trash Deluxe Queens, Kings und In-Betweens erhoben werden. Von daher, liebe Joyce, heute ist der Tag des Tages. Die liebe Joyce ist jetzt seit etwas mehr als einem Jahr ein heißgeliebtes und sehr geschätztes Mitglied unserer Trash-Glücksfamilie. Und da gehört es natürlich auch mit dazu, dass auch die liebe Joyce ein Krönchen bekommt. Und da es ja so furchtbare Titel gab, oh mein Gott. Du kannst mich eh fangen. Ja, Schatz. Mit dir fangen, mit dir hangen. Du hast es so gewollt. Die letzte Abbiegung, um auszusteigen, haben sie leider verpasst. Ich hatte es ja so ein bisschen im Urin, muss ich mal sagen. Ich Wir haben uns ja auch viel Mühe gegeben, das irgendwie geheim zu halten bei einer Orga von 4 Personen. Ja, ja. Ist nicht so leicht. Nee. Auch wenn's nur 4 ist. Vor allem, wenn alle den Ablaufplan einsehen können, jederzeit. Ach, deswegen, aha. Deswegen, aha. Ja, genau. So, war das jetzt deine Antrittsrede, eure Durchschlaucht? Also ich möchte mich ganz doll bedanken, dass ich hier die Möglichkeit hatte oder auch noch habe, mich einfach weiterzuentwickeln. Ich habe ja 2015 angefangen und habe dann auch nicht so viel an Erfahrungen sammeln können. Und seitdem ich auch in Berlin wohne, habe ich dann gesagt, ich komme hier zur Trash Deluxe, habe wie die anderen KünstlerInnen auch angefangen, jede Show mitzumachen, und jedes Mal war mir das eine Freude und es war immer sehr schön. Und es war schon ein sehr schönes Gefühl, dann später ins Orga-Team zu kommen. Ich hatte das tatsächlich, das habe ich den dreien auch mal gesagt, als dieser Jingle irgendwann mal kam, ich glaube, muss ja irgendwie vor einem Jahr gewesen sein, habe ich mir so gedacht, ach, wie wäre das, wenn da noch Joyce Taylor gesagt wird. Oh. Und 2 Treffen später kam dann Kai, saß am Tisch und dachte, was hältst du davon, wenn du mit ins Orga-Team kommst? Und ich dachte mir so, oh. Ja, und habe natürlich dann sofort ja gesagt, weil das immer so eine schöne Zusammenarbeit ist, ist immer witzig, auch wenn hier mal eine kleine Bissige manchmal dabei ist. Bitte, bitte, was ist dein Titel? Ich bin die Spitzzüngige. Trotzdem ist er auch bissig. Anderen Ton. Ist egal. Das ist ein toller Ton. Ja. Und dann regt sich ja hier die Dame neben mir immer sich auf, wenn ich ein bisschen bissig bin. Und dann sage ich immer, ja, ich lerne halt nur von der Guten. Und dann ist sie immer gleich, ne, so Schweigefuchs-mäßig. Ja, also... Ich mal Details aus den Probetreffen auspacken, ja? Soll ich? Ja? Stehen wir noch morgen früh hier, mindestens. Ja, jedenfalls macht mir das ganz, ganz viel Spaß, auch mit euch hier, also mit euch im Publikum, ne? Ohne euch wäre das ja nichts, dann könnten wir hier Alleindarsteller machen. Haben wir in der Corona-Zeit lange gemacht, ist langweilig. In der Zeit sind wir auch zu Joyce gekommen, im Moderationspraktikum, das war die offizielle Anfrage, und wie sie sich versah, wurde sie eingemeindet. Ja. Genau.
bin noch ganz. Ja. Ich bin mir sicher, die Jenny hat einen Schnaps für dich. Ja, hast du einen Kirschlikör oder sowas? Sie hat alles. Jenny hat alles. Ob was Süßes? Ja, sie hat. Nee, ich komme, sie hat alles. Komme gleich mal zu dir. Ja? Geh mal, schneiden wir mal. Trink auf deine Krönung. Ja. Das müssen wir aber auch noch machen. Ne? Klar, am Schluss der Show. Also nicht jetzt, ja, das ist mir klar. Ich muss noch arbeiten. Ja, bin fertig. Na schön, ich bin fertig. Ich nehme ein Stück Papier. Na denn? Und du? Da haben die Zimmerin eine Treppe drin gebaut. Adieu. Ja, wir mussten diese Gründungsgeschichte ja irgendwie verstecken. Von daher mache ich zwei Nummern hintereinander auf dem Ablaufplan. Ja.